Die indigene Gruppe der Kawaskar hat einst über 6000 Jahre in Chile gelebt. Im Völkerkundemuseum der UZH hat man vor kurzem mehr über Kawaskar und ihre traurige Geschichte erfahren. We are in Zürich. Wir sind hier in Zürich, um am Schweizer Publikum die einheimischen indigenen Völker von Chile näher zu bringen. Ich bin vom Stamm der Kawaskar, die ganz im Süden von meinem Land leben. Hier nennt man die Gegend Patagonien. Patagonia is how people call here. Der Name ist hier sehr verbreitet. Ich bin nicht alleine hier angekommen, sondern mit meiner Familie und noch mit viel mehr Mitgliedern von unserer Kultur. Für uns ist das eine riesige Möglichkeit, zum ersten Mal unsere Kultur in Europa in einem positiven Sinn zu zeigen. Wir sind sehr stolz auf das. Die Kawaskar sind Nomaden, Seenomaden, um genauer zu sein. Und wir haben vor über 6000 Jahren bis 1940 gelebt. In diesem Jahr hat die chilenische Regierung unser Leben für immer verändert. Our life forever. Der chilenische Staat hat dann wollen, dass ihre Einwohner sich als Chilenen identifizieren. Die Kawaskar sind quasi gezwungen worden, zum Chilenen zu werden. Und so mussten wir umsiedeln nach Puerto Natales und Punta Arenas. Der chilenische Staat hat Schulen, Kirchen und Spitäler zur Verfügung gestellt und erwartet, dass man die nutzt. Das sind die drei wesentlichen und grundlegenden Sachen in dieser Zeit, um sich als Chilen zu fühlen und zu leben. Wir haben auch spanische Namen gekriegt. Das ist der Grund, wieso ich heute Francisco González heiße. Wir mussten ein Teil der chilenischen Gesellschaft werden. Wir haben rund 90% unserer ganzen Kultur verloren in diesem Prozess dieser Transformation. Die Kawaskar haben als Seenomaden gelebt und das Leben ist für immer verschwunden. Und heute leben wir alle in Städten. Lang ist die Kultur der Kawaskar von der chilenischen Regierung unterdrückt worden und so leben heute nur noch etwa 500 Kawaskar in Chile. Ihre nomadische Lebensweise ist durch ein Leben in der Stadt abgelöst worden. I visited Zürich last year and I've been here for another different organization. Ich habe Zürich im letzten Jahr für eine andere Organisation besucht. Den ersten Kontakt hatte ich mit der chilenischen Botschaft und sie haben mich mit dem Museum in Verbindung gebracht. Am Anfang war es meine Idee, aber wir haben das alles gemeinsam ausgearbeitet, was wir machen können und wie lange und wo. Ich denke, die ganze Zusammenarbeit macht das Ganze aus. Uns erreichte die Anfrage von Francisco González über die chilenische Botschaft in der Schweiz. Und die Anfrage war zunächst nach einer Ausstellung. Und dann haben wir uns erstmal über die Geschichte verständigt, die die Stadt Zürich, die Universität Zürich und die Kawaskar natürlich miteinander verbindet. Und dann haben wir beschlossen, dass wir auf jeden Fall ein gemeinsames Projekt machen, wobei wir dann gleich beim ersten Gespräch gemerkt haben, es geht eigentlich nicht primär um eine Ausstellung, sondern es geht wirklich darum, dass die Kawaskar nach Zürich kommen und hier mit den Leuten ins Gespräch kommen, mit uns als Museum, mit der Universität, mit Leuten aus Zürich, mit Schweizern. Es ging tatsächlich um die Begegnung und um den direkten Austausch. So ist die Idee der Ausstellung «Ko Aswal – The Next Day» entstanden. Als Vertreter einer Delegation der Kawaskar will der Francisco González der bitteren Vergangenheit heute entgegensetzen und etwas ganz Neues entstehen lassen. Mit Workshops und Talks wollen Kawaskar die vielfältigen Aspekte von ihrer Kultur der Zürcher Bevölkerung zeigen und mit ihnen ins Gespräch kommen. This event is called Aswal. Der richtige Name für die Ausstellung und das Event heisst «Ko Aswal». Das ist, weil das Ganze in unserer Muttersprache «The Next Day» heisst. Die Bedeutung «The Next Day» kommt daher, weil die Kawaskar nicht das erste Mal Europa besucht haben. Wir waren vor rund 140 Jahren schon mal hier, dann allerdings nicht ganz freiwillig.
Für uns ist das sehr wichtig, dass wir uns hier unsere Kultur an diesem internationalen Event vorstellen können. Wir sind sehr offen dem gegenüber und wollen den Besuchern hier zum ersten Mal unsere Kultur zeigen und näher bringen. Den Titel haben die Kaweska dem Projekt gegeben, nicht wir. Mich hat das sehr berührt, weil wir ja, wie gesagt, von der Geschichte wussten und weil der Titel die neue Begegnung anspricht und weil es auch sehr in die Zukunft gerichtet ist. Ja, dafür gehört sehr viel Mut dazu, sich angesichts dieser Geschichte einer neuen Begegnung zu stellen, weil doch sehr viele Emotionen damit verbunden waren und weil man nicht wusste, was auf einen zukommt und wie man bei einer neuen Begegnung empfangen wird und was dabei rauskommen soll. Aber diese Ausrichtung auch in die Zukunft und dieser Wunsch, auch etwas Neues zu erschaffen, das hat mich sehr berührt. Und zwar, ich finde das einen unglaublich starken Titel. 11 Kawaskar sind aus ihrer Heimat im Auftrag vom bekannten Tierhändler Karl Hagenbeck verschleppt worden, um in mehreren europäischen Städten und zuletzt auch in Zürich 1882 zur Schau gestellt zu werden. Als «Die Wilden von den Feuerlandinseln» sind sie im Plattentheater am Zürichberg in einer Volksschau ausgestellt worden. 5 von ihnen sind dabei an Masern und Lungenentzündungen gestorben. The Kawaskar was the first time here in 1882. Being part of the exhibition of the humans. Die Kawaskar waren 1882 zum ersten Mal da, wo sie im Rahmen einer Völkerschau ausgestellt worden sind. Es sind Menschen von indigenen Völkern in ganz Europa ausgestellt worden. Das war nicht sehr positiv für unser Volk. Sie sind in Patagonien von einem deutschen Segler gefangen genommen worden und verschleppt worden. Er hat diese Menschenausstellungen organisiert. Die Kawaskars waren eine Seltenheit, weil sie ganz im Süden des Kontinents gelebt haben und besonders ausgesehen haben. They call us Fuegians people at that time. Sie haben uns damals sehr abschätzend als Fuegians bezeichnet. Für uns ist das nicht einfach, weil das etwas sehr Negatives vom Kolonialismus ist. For us is not easy because it's a really hard meaning of the colonized process. So in this das machen wir freiwillig und sind sehr stolz, um dem Publikum zu zeigen und mit ihnen zu diskutieren, wie wir heute leben und was wir von der Zukunft erwarten. And share the culture, the real culture, how the Kawaskar are living in the present and talking about also the future. Die Besucher waren von Anfang an sehr interessiert an dem Projekt. Wir wussten nicht, wie das anläuft, weil wir sind in der zweiten Julihälfte mit dem Projekt gestartet. Da waren in Zürich schon Ferien. Und wir haben versucht, so viel Werbung wie möglich zu machen. Und wir wussten überhaupt nicht, was aus so einem Projekt rauskommt, weil wir das in dieser Form, in genau dieser Form noch nicht gemacht haben. Wir haben einfach nur gehofft, dass immer wieder Besucher kommen. Aber dank auch der medialen Aufmerksamkeit kamen dann immer mehr Besucher und die sind absolut ergriffen von diesem Projekt und von dieser Möglichkeit, dieser Begegnung auch. Viele haben die Geschichte von den Völkerschauen gar nicht gekannt und waren ja einerseits bestürzt über dieses Kapitel der Geschichte, das ja sehr lang lief in der Schweiz bis 1964. Und andererseits auch froh, das zu wissen und diese Möglichkeit dieser Begegnung auch wirklich zu nutzen. Und das, ja, die Resonanz ist so gut, dass viele Besuchende auch immer wieder kamen und sich wirklich auch vertieft haben in Gespräche. Einmal hier im Ausstellungsraum, aber eben auch besonders bei dem Handwerksworkshop, dem Flechtworkshop. Da hat man einfach auch die Gelegenheit, sich bei der Handarbeit auszutauschen. Die Leichen der Verstorbenen sind ans Anatomische Institut der Universität Zürich gebracht worden und später ans Anthropologische Institut. Dort sind Knochen bis in Januar 2010 gelagert worden. The Kawaskar in that time were so for Europeans as an animals or objects.
in that time. So Kawaskar sind damals von den Europäern wie Tier oder Objekt gehalten worden. Das war grausam für unsere Leute und das ist nicht vor Jahrhunderten passiert, sondern erst ein bisschen mehr als 100 Jahre her. Wir haben erlebt, wie eine Zivilisation über andere fremde Leute denkt. Wir versuchen das heute aus unserer Sicht zu verstehen, dass wenn man anders ist, nicht als Teil von anderen akzeptiert wird. That if you are different, you are not part of the, you know, our group. For our people, it was not easy when we did the invitation to. Für unser Volk war das nicht einfach, wo wir die Einladungen für die Ausstellung in Zürich gemacht haben. Bei uns daheim erinnert sich jeder, was hier vor 140 Jahren passiert ist. Im Jahr 2010, wo einige Volksvertreter da waren, um die Knochen der Verstorbenen abzuholen, um nach Chile zu bringen, war das ein Prozess, um alles zu vergessen. Das war sehr wichtig für unsere Gemeinschaft. In unseren Köpfen ist das immer noch präsent, was in Europa und Zürich damals passiert ist. Und wir versuchen, das zu vergessen. Unsere Gefühle gegenüber den Europäern versuchen wir zu verändern. When we did the invitation, als wir die Einladung gekriegt haben, war es aber für uns wichtig, zu sagen, dass wir hier in eine gute und positive Richtung gehen. Wir wollen unsere ganze Kultur hier zeigen und was wir so machen in unserem Gebiet. Wir wollen auch zeigen, was wir heute so machen. Der Dialog ist etwas ganz Wichtiges für uns und wir schließen ein ganz dunkles Kapitel in der Geschichte der Kawaskar ab. A very hard process for the people. Die Kawaskar, die ich jetzt hier getroffen habe, sind sehr aufgeschlossen. Ich finde sie auch sehr mutig und sehr ernsthaft auf eine sehr positive Art und Weise. Wir hatten einen, wie ich meine, guten Austausch, sodass wir uns immer alles sagen konnten, auch über, ob man sich wohlfühlt oder nicht oder welche Probleme es gibt oder nicht. Und für mich persönlich, aber auch für uns als Museum. Wir üben uns zumindest darin, wirklich aufgeschlossen auch als Museum zu sein und zuzuhören und nicht Dinge vorzugeben, sondern wirklich sich gemeinsam in einem gemeinsamen Dialog überlegen, was möchte man, was möchte der oder die andere. Das ist, glaube ich, nicht so selbstverständlich, dass man nicht als so eine Institution schon irgendwelche Ziele vorgibt oder sagt, nein, das läuft hier nur so und so geht das jetzt nicht, sondern dass man wirklich erstmal sich zuhört und dann gemeinsam überlegt, was ist möglich und was ist nicht möglich. Das ist eine sehr andere Ebene. Es gibt zum Beispiel das Konzept von einem nordamerikanischen Indigenen, Willie Ermine, das heißt ethischer Begegnungsraum. Und das ist ein bisschen neben anderen Dingen auch eine Leitlinie von uns geworden, dass wir überlegen, können wir ein ethischer Begegnungsraum sein, in dem jeder sich erstmal zurücknimmt und dem anderen Raum gibt. Und auch man muss es ein bisschen üben, den anderen auch wirklich dann zu verstehen. Nicht nur zuzuhören, sondern auch zu verstehen. Und ich glaube, dass wir bis jetzt eine gute Begegnung hinbekommen haben. Und dass wir uns gut miteinander verständigt haben, sodass dann auch dieses Projekt so funktionieren kann. Our hope is just to talk. Wir hoffen, dass wir schwätzen können. Transmit other visitor our culture. Weil den Besucher unsere Kultur zeigen und überbringen. You really know how the Kawaskar are living in the south of Chile. Das ist genug für uns. Es ist wichtig, dass die Leute wissen, wie die Kawaskar im Süden von Chile leben. Viel mehr als in Büchern oder anderen Plattformen glauben wir und hoffen wir ganz fest, dass wir immer in den Köpfen der Leute in Erinnerung bleiben. Wir denken, der Dialog in Person, you know, face to face, ist das, was wir in unseren Minds für die Zukunft behalten. Wir werden immer erinnern. Dass der Titel des Projekts, der ja von den Kawaskar vergeben wurde, gibt eigentlich die Richtung vor. Wir wollten uns jetzt in einer nächsten, in einer neuen Begegnung an einem neuen Tag treffen und uns erstmal kennenlernen. Und für, wie soll ich sagen, für Historiker hier in der Schweiz
ist es womöglich eher so, oder auch für Ethnologen ist es eher so, dass man sagt, man muss diese Dinge alle ansprechen, man muss sie alle aufdecken, man muss das wissen, das ist so. Aber für uns im Kontakt mit Nachfahren ist immer die Frage, auf welche Art und Weise wir das ansprechen und auf welche Art und Weise auch vor allen Dingen die Nachfahren solcher Geschichten darüber sprechen möchten. Und deswegen war es für uns als Museum oder auch für mich persönlich ganz wichtig, dass wir uns erstmal treffen, erstmal begegnen und ich auch erstmal verstehe, welche Geschichte Sie erzählen, nicht welche Geschichte, sondern es ist Ihre Geschichte. Wie Sie Ihre Geschichte erzählen und wie wir eventuell gemeinsam, wenn das Ihr Wunsch ist, auch über die Vergangenheit sprechen. Und diese Entscheidung, finde ich, liegt aber bei Ihnen, darüber zu sprechen und wie auch immer. Und wir stehen dem sehr aufgeschlossen gegenüber, aber manchmal, also es kann definitiv retraumatisierend sein, wenn man das konfrontativ macht. Und da ist natürlich auch jeder anders. Das muss jede Gesellschaft für sich entscheiden. Aber ich denke, dass wir auch dafür bereitstehen müssen, für diese Gespräche. Aber auch da gilt der ethische Begegnungsraum. Und da müssen wir zuhören und müssen wir auch eine sensible und empathische Art und Weise miteinander haben, darüber zu reden. Bei den Besuchern und bei den Medien ist die Ausstellung auf eine grosse Resonanz gestossen und das Interesse an der Ausstellung war riesig. Das ist nicht üblich, doch das Thema bewegt sehr. Also wir sind ein kleines universitäres Forschungs- und Lehrmuseum. Wir machen viele interessante Projekte, aber keine Blockbuster. Dafür bearbeiten wir wirklich Themen sehr, sehr gründlich und erreichen damit manchmal nur ein kleineres Publikum, auch wenn wir uns natürlich ein großes Publikum wünschen. Die mediale Aufmerksamkeit, die war diesmal sehr groß, muss man sagen, was sehr gut war, was mich besonders freut für die Kaueska, weil sie tatsächlich innerhalb dieser ja sehr kurzen Zeit, 2 Wochen im Juli und eine Ende August, tatsächlich auch sehr viele Begegnungen machen konnten. Und es freut mich für die KUSK und auch für die Menschen, die hierher gekommen sind. Teilweise wirklich aus der ganzen Schweiz, dass das also möglich ist, dass diese Begegnungen stattfinden. Da haben die Medien tatsächlich einen großen Anteil dran. I'm very happy because in Switzerland we see many people really interest in our culture. Ich bin sehr glücklich, weil man sieht, dass viele Leute hier in der Schweiz grosses Interesse an unserer Kultur und diesem Projekt haben. Das Projekt könnte sogar das erste in ganz Europa sein, das die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Vielleicht machen sogar zukünftig Museen Ausstellungen mit fremden Kulturen hier. We had a lot of visitors. Wir sind sehr glücklich, dass wir so viele Besucher hatten in den wenigen Wochen im Juli, wo wir mit unseren Leuten hier waren. Unsere Delegation ist von Chile den langen Weg hierher gekommen und es hat sich gelohnt. Our organization is very, very happy again. Die Organisation ist überrascht, wie auch Medien, Radios, Fernsehen, Zeitungen, aber auch Social Media grosses Interesse an uns zeigen und dass so viele Zuschauer gekommen sind, um die Ausstellung zu sehen. Are coming to see our culture and the people. Das Leben der Kawaskar hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr stark gewandelt. Seenomaden sind heute gezwungenermaßen sesshaft geworden und leben in grossen Städten im Süden von Chile, in Patagonien. The Kawaskar in general, they are dedicated to be the fishermen collecting some fish. Generell sind Kawaskar Fischer und leben vom Fischfang oder sonstigen Produkten aus dem Meer. Heute, wo wir als Chilenen in der Stadt leben, ist das ganz anders und wir machen ganz viel Verschiedenes. Ich zum Beispiel arbeite als Computeringenieur oder Tourguide. Wir machen heute ganz viele verschiedene Sachen. So we are doing many different activities. The Kawaskar are living mostly in Punta Arenas, which is the region capital. Die Kawaskar leben meistens in Punta Arenas, in der regionalen Hauptstadt, aber auch in Puerto Natales und ein paar wenige in Puerto Eden. In diesen drei Städten leben wir als kleine Gemeinschaften und so sind Kawaskar heute organisiert.
Aber unser ursprüngliches Gebiet ist zu 95% Nationalpark. Nationalparks sind natürlich etwas Gutes für unsere Natur und für unseren Planeten. Denn die Natur ist etwas sehr Wichtiges. Aber für uns ist das schlimm und nicht nur gut. Weil wir können unseren Traditionen in unserem Gebiet nicht mehr nachgehen, wegen all diesen Verboten. Wir wollen die Tradition am Leben erhalten, aber es ist leider so nicht möglich, weil der Nationalpark zu 100% geschützt ist. Das ist die grösste Herausforderung für uns. Und wir wollen wieder ein Recht auf unser Gebiet haben, so wie das in der Vergangenheit auch der Fall war. Is to be involved in the territory. How it was in the past. The Pueblo Kahuéscar Foundation, it's an organization made only a few years ago. Pueblo Kahuéscar Stiftung ist eine Organisation, die man erst vor einigen Jahren gegründet hat. Das ist noch in einem Prozess passiert, wo wir unsere Anerkennung wollen vorantreiben. Insbesondere über das Gebiet, das uns zusteht. Unser Ziel ist es, wieder Anspruch auf unser Gebiet zu haben und anerkannt zu werden. Das ist sehr wichtig für uns. Total sind wir 500 Kahuéscar und es ist eine grosse Herausforderung, um mit der chilenischen Regierung über das zu debattieren. Das ist seit eh und je so, nicht nur jetzt. Wir suchen den Dialog zu den Chilenen und klären auf, wieso es so wichtig ist für uns, dass wir wieder Anrecht auf unser Gebiet haben. Die drei wichtigen Sachen sind unsere Sprache, unsere Handarbeiten, wie das Flechten von Körben und unser Gebiet. Technik, als die Basketry und auch das Territory. So ist es die drei Dinge, die Kahuéscar are fighting to be recognized. Für diese drei Sachen kämpfen wir Kahuéscar, um endlich als Kultur anerkannt zu werden. Denn uns gibt es noch immer. Viele Leute in Chile glauben, wir sind schon lange ausgestorben. Wir sind aber über 500 und sehr gut untereinander verknüpft. Wir repräsentieren die Gesellschaft der Kahuéscar heute. Unsere Organisation befasst sich mit diesen kulturellen Fragen und dem Anrecht auf das Erbe der Kahuéscar. Und das sind grosse Herausforderungen für uns. Für unser Team, unsere Kultur und unsere Gesellschaft von heute ist es also zentral und sehr wichtig, dass wir unsere reale Kultur zeigen können. It's very important to keep that in the north, you know, in our mind that we are going to show the real culture. It's a little bit difficult to be a tour guide in the national park. Es ist ein bisschen schwierig, zum Tourguide im Nationalpark zu sein. Der Kahuéscar Nationalpark zum Beispiel ist einer der grössten Nationalparks im Süden von Chile. Er ist sehr weit von der Stadt entfernt. Wir brauchen ein Boot, um dort hinzukommen, und das dauert mindestens 12 Stunden. Und wir brauchen auch Bewilligungen, um umeinander fahren. Wir brauchen auch eine spezielle Genehmigung zum Fischen, zum Beispiel. Der Nationalpark ist nicht sehr besucht. Ein weiterer grosser Park ist der bekannteste von allen, der Torres del Paine. Er ist in der Nähe von Puerto Natales. Es ist für uns einfach nicht möglich, Bewilligungen zu kriegen. Wir können auch dort nicht über unsere Kultur informieren oder Aktivitäten unternehmen. Denn gerade nach Torres del Paine reisen sehr viele Besucher an. Activities because is where the people is going to Torres del Paine. It's because the recognition in Chile is very particular. Die Anerkennung in Chile ist sehr speziell. Leider werden wir in Chile nicht akzeptiert. Wir sehen zwar, dass es Kahuéscar gibt, aber es braucht sicher noch 50 bis 100 Jahre, bis wir anerkannt werden. The society in Chile maybe is not ready to be able to share the territory with a different kind of people. Die Chilenen sind einfach noch nicht bereit, dass sie unser Gebiet zurückgeben. Der Staat will das Gebiet einfach nicht mit den Eingeborenen teilen. In erster Linie will der Staat, dass wir uns als Chilenen fühlen, aber wir sind Eingeborene und wir fühlen uns zuerst als Eingeborene und dann als Chilenen. People feel first of all the indigenous, you know, the native, and then Chilean. Das ist einfach nicht die Realität. Es ist nicht einfach, dass wir Eingeborene unsere Gefühle immer wieder neu erklären müssen. Because it's not easy to explain every time that the indigenous feelings. Die Hoffnung ist gross, dass die Ausstellung auf Problematiken hingewiesen hat und dass sich endlich was verändert. Im nächsten Jahr kommt der chilenische Staat wieder zusammen, um über Verfassung zu diskutieren. Doch die Chance, dass die indigenen Völker von Chile endlich anerkannt werden, ist klein.